Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Spulen. Über das magnetische Feld sprechen haben wir ursprünglich gesprochen, also es geht jetzt über Spulen. Und zwar haben wir das letzte Mal festgestellt, wie sich so eine Spule verhält im Gleichstromkreis und was da passiert beim Ein- und Ausschalten. Und da sind wir auf ein Problem drauf gekommen, das habe ich hier jetzt nochmal skizziert, so haben wir die Spule über eine Zeit lang eingeschaltet und es rinnt ein gewisser Strom durch die Spule und jetzt will ich den ausschalten. Und wir haben gesagt, wir können sich das so vorstellen, dass das praktisch nicht aufgeht, dieser Schalter, sondern auf einen zusätzlichen Widerstand umgeschaltet wird. Ja, also wir haben da einen zusätzlichen Widerstand, deswegen ist das so strichliert eingezeichnet, weil der halt nur gedacht ist. Ja. Weil nämlich, es ist ja so, dass der Strom durch eine Spule nicht springen kann. Und jetzt kann ich den Strom auch nicht einfach abdrehen. So. Jetzt habe ich mit diesem gedanklichen RZ habe ich jetzt die Möglichkeit geschaffen praktisch, dass da das I weiterläuft. Ja? Und jetzt überlegen wir uns, was das für ein UA hier bedeutet. Das UA ist nämlich das maximale UA, ja, ist das ursprüngliche I mal dem Zusatzwiderstand. Ja? Das ist eine Spannung, die aus der Spule praktisch erzeugt wird, an diesen zusätzlichen Widerstand. Und wenn der Widerstand jetzt hoch ist, ja, weil wenn man da aufgeht, dann ist er praktisch unendlich. Ja, dann ist er praktisch unendlich und der Widerstand ist hoch, dann wird diese Spannungsspitze, wenn das RZ riesig ist, wird dieses UA riesig. Ja. Und wenn das UA riesig ist, dann haben wir da einen Blitz, ja, einen Funken. Und das können wir nicht brauchen, normalerweise beim Ausschalten. Ja. Manchmal wird das, wie gesagt, angewandt, ja, wenn man irgendwelche Zündfunken braucht irgendwo, dann kann man das ruhig so machen. Aber jetzt wollen wir über Möglichkeiten sprechen und ich habe hier unten ja schon einiges skizziert, wie wir diese Spannungsspitze da beherrschen können. Ja. Eine Möglichkeit ist eine Freiluftdiode. Eine Diode ist ein Bauelement, was Strom nur in eine Richtung durchlässt, in diesem Fall, so wie sie eingebaut ist, so in diese Richtung. In die andere Richtung ist sie gesperrt. Ja? Das heißt, wenn der Strom von da oben kommt, wenn die Spannung von da oben kommt, rinnt da über die Diode nichts drüber, weil sie ist in Sperrrichtung betrieben, wie ein Rückschlagventil wirkt das. Ja? Sie ist in Sperrrichtung betrieben und sobald der Schalter da hinten aufgeht, kann sich da der Strom langsam abbauen und ist null. Dann irgendwann. Okay? Freilaufdiode. Der Vorteil der Freilaufdiode, ja, sie ist billig und einfach. Das sind die Vorteile. Macht Applaus dazu, dass man das auch erkennen kann, dass grün die Vorteile sind. Der Nachteil an der Sache an und für sich ist, für empfindliche Elektronik ist das nichts. Ja, das ist zu ruppig, ja, nicht für empfindliche Elektronik. Okay? Das ist der große Nachteil an der Sache. Aber funktionieren tut es eigentlich ganz gut. Ja? Also zum Beispiel beim Ausschalten von einem Relais oder so ist das Standard. Ja, Standard. Eine andere Möglichkeit ist der Kondensator. Der Kondensator lädt sich dann eben auf irgendwie, ja, und dann wird er wieder entladen und so funktioniert der Ausschaltkondensator. Ja, man gibt ihn einfach daneben hin, ja, und da kann da der Strom praktisch hineinrennen, dann schwingt es da vielleicht ein bisschen hin und her. Und die Sache war's, ja, dämpft sich langsam. Ist ebenfalls eine einfache Lösung. Aber, ich habe schon gesagt, es schwingt vielleicht ein bisschen hin und her, es entstehen Schwingungen. Ja. Weil die Spule lädt den Kondensator auf, dann hat der Kondensator eine Spannung, der treibt dann Strom durch die Spule lädt den Kondensator auf und das kann so schwingen. Aber es ist jetzt eine gedämpfte Schwingung, das heißt, es wird irgendwann abklingen, oder es schwingt. Dann haben wir einen Widerstand daneben.
Ja, ich baue einfach einen Widerstand ein und dann kann das da gemütlich sich abbauen über diesen Widerstand. Ja, ist wieder nicht gerade eine komplizierte Lösung, das ist eine einfache Lösung. Ja, aber was haben wir da? Wenn wir es normalerweise betreiben, eine permanente Verlustleistung. Ja. Das Ding wird warm. Ja. Dann haben wir noch die Möglichkeit eines sogenannten Varistas. Ein Varista ist ein spannungsabhängiger Widerstand. Das heißt, bei kleinen Spannungen wirkt er wie Unterbrechung und übersteigt die Spannung einen gewissen Wert, dann leitet der auf einmal. Ja. Deswegen Varista, weil ein variabler Resistor, ein variabler Widerstand ist praktisch. Das heißt, hier, der ist Unterbrechung, wenn normale Spannung dran ist, und sobald die Spannung groß wird an der Spule, ja, dann leitet er und passt. Ja? Also das ist eine sehr elegante Lösung. Sehr elegante Lösung. Ist sogar robust und für höhere Spannungen geeignet. Kann man verwenden. Ja, auch für größere Spannungen. Super. Ja. Wo ist der Nachteil? Alterung. Wie im Leben. Das Ding altert. Das Ding altert, es wird alt und dann funktioniert das nicht mehr so gut. Ja, und dann muss ich es austauschen. Ja, also das ist keine dauerhafte Lösung, wenn man so haben will. Also das wird einfach hin mit der Zeit. Gut. Und dann gibt's noch spezielle Dioden, die extra für diesen Zweck gebaut worden sind. Ja, die kennen wirklich alles, also die sind pipi-fein, kannst du sagen. Ja, und die haben auch sehr kurze Ansprechzeiten. Das ist nämlich das, was da drüben, die nicht für empfindliche Elektronik, ja, die haben super kurze Ansprechzeiten, das heißt, die schützen auch empfindliche Elektronik. Ja, und wenn was ganz gut funktioniert und voll super ist, was ist es üblicherweise? Teuer. Ja. So schaut's aus. Ausschalten einer Spule, verschiedenste Möglichkeiten. Wie gesagt, Relais, Standard. Ja. Mit Störkondensatoren, die sind bei Motoren drin. Ausschalten einer Spule. Gut, das war's. Das war's. Das war es über das magnetische Feld. Möchte ich nicht mehr viel mehr erzählen. Gar nichts nämlich. Ja. Ich glaube, wir haben einen guten Einblick bekommen, wie Magnetismus und Elektrizität zusammenhängt. Und dann die Spule als Anwendung dieser Sache und die Eigenschaften der Spule haben wir jetzt auch durchgekaut. Ja. Das nächste Thema, das wir uns widmen wollen, ist sogenannter Wechselstrom. Bis jetzt haben wir ja immer Ströme gehabt, mit denen wir, was steht, das ist eine Spannung und die bleibt konstant. Oder ist ein Strom und die bleibt konstant. Vielleicht wird es einmal geschalten von 0 auf irgendwas oder von irgendwas auf irgendwas. Egal. Ja. Gleichstrom heißt das. Ja. Das nächste Mal kümmern wir uns um Wechselstrom. Nächste Serie an Videos, die ich anbiete, über Wechselstrom. Muss man sich nicht anschauen, kann man aber. Ich würde es auf alle Fälle empfehlen. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.